willkommen zu meinem zweiten Teil von dem Grafiktest von GTA 5. Und ja, heute wollen wir es unter anderem mal mit richtig niedriger Einstellung testen. Ich habe es jetzt noch auf hoch und werde es danach herunterstellen. Also auf hoch sieht es natürlich richtig schön aus. Ja, falls ihr irgendwelche Anmerkungen habt, Moment. Ballert's in die Kommentare. Und jo, ich schnapp mir jetzt erstmal ein kleines Autolein. So. Dass ihr jetzt nochmal sehen könnt, wie das hier alles in guter Grafik aussieht. So ein recht schneller Flitzer. Oh shit. Läuft sehr flüssig, trotz Aufnahmeprogramm. Übrigens, das Auto, oh Gott, wo findet man es nochmal? Vergessen, wenn ich es finde, schreibe ich es in die Beschreibung. Ich will jetzt nur mal ein bisschen hochkommen, dass wir mal noch ein schönes Panorama haben auf die Stadt. Deshalb gurke ich jetzt mal hier hoch. Okay, das war gerade eben nicht. Ich merke gerade, ich habe das Spiel schon lange nicht mehr oder nicht so oft gespielt. Okay, wir haben hier auch kein schönes Panorama. Ah, irgendwo muss doch hier ein schönes Panorama geben. Naja, hier einigermaßen. So. Okay. Ihr seht diese Position, wie das jetzt mit den höchsten grafisch aussieht. Und ich komme jetzt einfach gleich wieder. Ich mache jetzt mal einen Quick Save Punkt hier. Ah, was haben wir denn hier? Uns geht hier langsam der gute Stoff aus. Okay. Der gute Stoff. Wie gesagt, speichern. So, und ich lade es jetzt gleich nochmal und dann sehen wir es, wie es mit schlechter Grafik aussieht. So, also bis gleich. Ja, hallo und willkommen zurück. So, ich habe das Ganze jetzt mal alles sehr schlechter Grafik. Oh, Moment. Ich habe die erweiterte Grafik vergessen, natürlich. Das muss man ja auch noch alles ausmachen und runterstellen. So, und jetzt sehen wir ja, also das wird auf dem PC schon laufen, wo, sagen wir mal, 1,5 GB Grafikspeicher hat. Und deshalb, also ich habe einen alten Laptop noch, der hat nur 512 MB Grafikspeicher, da war ich ganz erschrocken. Jetzt habe ich einen schönen neuen Gaming-PC. Aber sieht einigermaßen noch gut aus. Gut, die Kantenglättung, das fehlt hier alles. Aber ich würde sagen, es ist in Ordnung. Also so mit der Einstellung läuft es auch mit 200 Frames pro Sekunde. Also jetzt sehen wir mal nur mal die Karre an. Okay, die Straße sieht schon scheiße aus. Aber ich meine, das geht da alles noch. Ist irgendwie Bus-Simulator, sieht es gerade aus. Ich weiß auch nicht. Ja, es geht. Läuft sehr flüssig. Aber man sollte sich jetzt halt entscheiden, ob man seinen alten PC aus dem Keller kramt oder
dass ich den neuen vor der Haustür abhole. Also ich werde mich für Methode 2 entscheiden, weil ich zu faul zum Treppensteigen bin. Ganz Spaß. Man muss sich jetzt echt dann entscheiden. Wenn man jetzt einen alten PC hat, dann lohnt es sich vielleicht einen neuen zu kaufen, wenn er sehr alt ist. Aber ups, das muss man selbst für sich entscheiden. Wenn man jetzt gar keine Zeit dazu hat, dann kann man jetzt auch kein Gaming-PC empfehlen. Also es kommt immer auch auf die Person an, wie, was arbeitet man. Und so ein Gaming-PC hat halt auch einen deutlich hohen Stromverbrauch. Aber das juckt mich eigentlich nicht, denn ich muss ja nicht bezahlen. Ja, aber es ist schon ordentlich. Hatte ich auch vorher nicht gewusst, aber er verbraucht, oh shit, viel Strom. Es kommt, wenn man zu viel labert. Ja, das hört, ja, ich weiß. Wo ist denn mein Auto hin? Ah, das hat da vorne geparkt. Erstaunlich, wie das funktioniert mit der Geschwindigkeit. Der hat ja nicht mal einen Kratzer bekommen. Okay. Mein Auto sieht auch noch gut aus. Und das war's dann mit dem schönen kleinen Grafiktest. Und ja, zum Schluss werde ich euch die Grafik jetzt nochmal auf schön zeigen, dass man doch jetzt nochmal ein kleiner Vergleich hat. Ich habe zwar ein extra Video dazu, das sieht das Ganze schon sehr schön aus, aber trotzdem zeige ich es euch nochmal, denn die Grafik ist einfach Bombe von dem Spiel. Also es lohnt sich im Moment so oder so, neue PC zu kaufen, da die Grafikkarten gerade sehr günstig sind wegen der neuen. Und dann passiert es euch auch nicht, was mir gerade passiert ist, dass einfach ein Fahrzeug vor einem spawnt, wo man dann nicht sieht. Die Grafik ist halt, ja. Aber es geht, ihr seht, es funktioniert. Man kann es auch mit dem PC 1,5 GB Grafikspeicher spielen. Muss jeder für sich wissen, was er will. Und jetzt. Oh! Bisschen steuern hier. So. Oh shit. Und weiter geht's. Ist dann fehlgeschlagen. Ah ja, ich habe schon alle Stunts absolviert. Okay. Ja, bis gleich. Dann zeige ich euch die Grafik jetzt nochmal. Auf schön. So, hallo und wieder willkommen. So, das ist halt dann doch schon was anderes für Auge, wenn die Grafik wieder auffällt. Also sieht schon deutlich schöner aus. Ich habe mir jetzt auch mal einen Heli besorgt, wenn es mal ein bisschen in der Luft sieht. Einfach mal zu diesem Riesenrad da fahren und mir da mal ein Jetski ausleihen und dann ein bisschen rumfahren, weil das sieht dann echt schön aus. Nachts. Ah, durch das Riesenrad. Ehrlich. So, hier sind irgendwo welche Jetskis. Fliegen habe ich auch verlernt. So, da sind die Jetskis. Lande ich jetzt mal. So. Dann gehen wir ein bisschen baden. Ist ja hier warm, glaube ich. Ach, guck doch, wie das aussieht. Das ist einfach schön. Die Spiegelung, alles passt. Natürlich muss man auch dazu sagen, dass durch dieses Aufnahmeprogramm nicht ganz so schön aussieht, wie es jetzt eigentlich an meinem PC ist. Denn ich muss die Grafik ein bisschen reduzieren. War fast zu. Ihr seht es fast zu. So. Also es wird schon wieder morgen. Ich finde die Nacht so schön.
neblig. Ja, gut. Ich würde sagen, ich mache jetzt an der Stelle Schluss. War jetzt mein erstes. Sachen möchte ich noch gerne zeigen. Okay. Der ist jetzt aber noch weit gefahren. Okay, hier steht vielleicht noch ein Traktor. Alles klar, Scheibe Einschlag. So. So, dann fahren wir mal ein bisschen. Ist mir ehrlich gesagt zu langsam, dieser Träger. Habt ihr das gesehen? Ja. Sagen, ich mache jetzt Schluss. Schreibt in die Kommentare, was ihr an diesem Video gut oder schlecht fandet. Haut eine Bewertung raus und ja, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Ciao.